So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Black Flag. In der letzten Folge haben wir endlich unseren Templer-Schlüssel bergen können und uns fehlt nur noch einer und dann ist die Templer-Rüstung unser. Und in der heutigen Folge werden wir mit der Erinnerung weitermachen, der Handlungsreisende. So läuft das ab. Torres trifft sich mit Prinz, bringt einen Teil des Lösegelds mit und sagt, dass der Rest bald folgt. Wenn wir den Weisen sehen, kommst du mit dem Rest des Goldes, tauschst es ein und haust ab. Und ich beobachte dich dabei. Nein, Kenway, spiel diese Intrige allein und riskiere das Vertrauen deiner Crew. Es macht mich krank, dass du mit diesem Sklavenhändler verhandelst. Komm schon, Mann. Wenn wir den Weisen haben, sind wir alle reich. Nicht, wenn Master Kid ihn zuerst erreicht. Kid? Mein Gott! Der Knabe will ihn töten. Edward! Was zum Teufel machst du hier? Ich folge diesen Männern zum Wein. Ei, und Prinz wird uns direkt zu ihm führen. Nun gut, bei Gott. Ich halte meine Klinge im Zaum, aber nicht für lang. Ich habe jetzt das optionale Missionsziel. Verwirrte. Ah, es ist Prinz und Torres. Huch. Wie lange ist unser letztes Treffen schon her, Senor Prinz? Ein Jahr? Eher 18 Monate. Von diesem Roberts hörte ich zum ersten Mal im November 17. Ey, ist von meiner Wache. Muss eng gewesen sein. War es. Sind gute Jungs. Aber ich beneide sie nicht. Sind Frontkämpfer gegen die Maroons. Gott steh ihnen bei. Ah, sie. Seitdem hat sich vieles verändert. Niemand nennt mich mehr Gouverneur zum Beispiel. Ich gab den Posten letztes Jahr auf. Ah, das war mir unbekannt. Deine Nase in Dinge zu stecken, die du nicht verstehst. Du machst mich nervös, Kid. Lass die Klingen stecken. Ich darf beide nicht. Ruhig. Verkehren! Gott weiß, Torres. Niemand hier könnte so töricht sein. Töricht? Wie meint ihr das? Wäre es nicht Sünde, einen Christen zu versklaven? Wenn man die Seele eines Sklaven vom Tier zum Menschen erhebt. Hallo. Danke. Verzeiht mir meine Ungeduld. Doch wie weit ist es noch? Wir sind schon bald da. Ich hoffe, das optionale Missionsziel schaffe ich nicht, weil ich habe zu spät angefangen, die Scharfschützen zu eliminieren. Bleib an deinem Platz, Sklave! Und stell dich deiner Strafe wie ein Mann! Ich ein Mann sein, wo ihr genau das 30 Jahre ich finde das abstoßend, Prinz. Ich glaube, alle denkenden und fühlenden Menschen verdienen Respekt und Perspektive. Ach so. Ihr Spanier! Euer Kontakt zu den Mohren hat euer Blut verdünnt und die Herzen verweichlicht. Es bedeutet nicht, dass ich an die natürliche Gleichheit aller Rassen und Geschlechter glaube. Sicher sollten Männer mit Talent und Verstand stets führen. Doch mit der Praxis der Sklaverei wird kein wahrer Gewinn erzielt. Auf kurze Sicht verdient man damit Geld. Doch langfristig macht uns das zu Opfern unseres eigenen Erfolges. Ah, doch, ihr und ich, Sir. Alt wie wir sind, werden wir diesen traurigen Tag nicht mehr erleben. Ja. Ah, doch, ihr und ich, Sir. Alt wie wir... Warte. Alt wie wir sind, werden wir diesen 3 von 4, verdammt. Tag nicht mehr erleben. Warum die Mühe?
Ah, da habe ich die, glaube ich, verpasst. Ach ja, ich hätte wahrscheinlich den Scharfschützen minieren müssen. Und hätte damit den Rauchbomben die Wachen töten können. Nichts. Anstand? Torres, ich vergeude meinen Tag nicht damit, über Sklaven und ihr armseligen Leben zu reden. Oh. Lass uns unser Geschäft abschließen und dann gemeinsam als Freunde feiern. Die Kampfleute. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Verdammt. Ihr wart der Gouverneur von Freunden. Schnell, weg, weg! Edward, los! Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Nein. Da steckt das richtige Geld drin. Okay, gut. So viel Aufmerksamkeit erregt. War eigentlich schon fast klar. Ah. Also mein Kopf war die total toll. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart ein Gouverneur von... Sieh, sieh. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Hä? Was ist denn für ein... Apropos Geschichtenprinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu los. Da steckt das richtige Geld drin. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Was erkaufte? Ich wollte gerade sagen. Ach, das ist der Kit. Mhm. Ihr sagt, ihr kommt alleine, Torres? Nicht allein, aber sicher ohne Begleitung. Ich reiste an Bord einer britischen Handelsbrig. Ah. Es ist soweit. Nein. Nicht, bis wir den Weisen sehen. Hier ist ein ruhiger Ort. Ich will das Geld sehen. Es ist nur ein Vorschuss auf das Lösegeld. Der Rest kommt in Kürze. Es schmerzt mich, einen Mann meiner eigenen Rasse zu verkaufen, Senor Torres. Sagt mir bitte, was hat dieser Roberts getan, um euch zu verärgern? Ist das Ausdruck protestantischer Pietät, mit der ich nicht vertraut bin? Vielleicht ein andermal. Was?
Nächstes Mal. Sorgt dafür, dass man euch nicht folgt. Erledigt das! So, jetzt kommt meine Zeit. Du hast es versaut, Kenway. Für die gute Sache. Komm. Los. Verdammt. Verdammt. Nein. Nein, es ist meiner. Es ist vorbei, Mann. Ich hol mir diesen Prinz. Verdammte Axt. Kit, nein! Jim, halt! Jim? Coins! Komm schon, Mann! Lass uns das gemeinsam machen! Warum hat er die jetzt ihn gerade Jim genannt? Hallo! Ey! Du hast nicht, Kit! Warte! Hä? Jim, halt! Wer ist denn das? Das ist doch James, nicht Jim. Alte Schabracke, nimm deine Drecksfinger von mir! Du darfst diese Männer nicht töten, Kit. Nicht, bis ich den Weisen habe. Ich hab das Schwein eine Woche lang verfolgt, rund um die Uhr. Hier finde ich nicht eines, sondern zwei meiner Ziele und du beraubst mich beider. Hab Geduld, Mann. Du kriegst sie schon. Wenn ich den Weisen finde, hilfst du mir bei Prinz. Verstanden? Ja. Nicht so ruppig. Ja, okay, ich hab halt. Na, hätten die sich nicht gegenseitig hier die Köpfe weggesprengt, hätte ich 100% bekommen. Das ist gemein. Das ist richtig gemein. So viel Mühe dabei gegeben. So. Und James ist not amused über unser Einmischen. Kommen wir vielleicht jetzt in Pins Anwesen? Ich frage mich, was uns verraten hat. Dass er wusste, dass er verfolgt wird. Oder war das einfach nur für ihn normal, dass man ihn immer verfolgt? Oh. James? Ich sag jetzt nicht, ich muss hier hochklettern. Oder muss ich warten, bis Nacht wird? Da weiß er, dass wir jetzt da sind. Hallo. Unbemannt. Treffen wir uns doch in einem Pub. Ich kam nach Kingston, um ein Ziel zu finden. Saufgelage haben keine Priorität. Wir könnten zusammenarbeiten, weißt du? Du willst Laurens Prinz erwischen und ich seinen Gefangenen. Wir suchen den Weisen ebenfalls, Edward. Leg dich nicht mit uns an. Möge der bessere Mann gewinnen. Wachen patrouillieren über den gesamten Besitz. Sie benutzen Glocken, um Ärger anzuzeigen. Siehst du da? Wir sollten sie unbrauchbar machen, bevor wir fortfahren. Yay. Bei so vielen Männern hier hilft uns Heimlichkeit allein nicht weiter, also tue ich, was ich kann, um sie abzulenken. Dann hast du eine Chance, sie auszuschalten. Bereit? Du heißt nicht James, oder? Meistens nicht. Komm mit. Okay, in den Heuhaufen hinein mit dem Seilfall. Was mit Schlafpfeilen?
Wenn du Prinz vor mir siehst, kurz gucken, war das beides. Berserker Schaden und Schlaf. Okay, Berserker Falle auf Grobiane schießen und schau, okay. Dann ist sogar etwas Geld für dich. Na komm mal her. So. Der nächste, der durchdreht. Boah. Oh nee, der haut jetzt gleich selber, oder? Hey, wollte uns hier oben nicht dieser Spanier besuchen? Torres oder so? Mein Gott, ist der wohl auf? Der, Alter, wie dumm ist denn der? Ah, die normale hier, kurz und klein. Ja. Huch. No. Get back here. Die Frage. Komm mal hier. Bam 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 bam. Hä? No. Okay. So. Oh nein. Nein. Verdammt. Nein. Oh! Edward. So. So, der wacht gleich auf. Du schläfst jetzt für immer ein. Und du auch. So.
Ja. Na komm, Rosa. Shit! Alarm! Alarm! Nobody saw anything. This one gone to meet his maker, hasn't he? Get the intruder! Interloper! Raise the alarm! You're in my sight! Alarm! Help me, damn it! Nein, no, 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 no. So, komm. Kann zwar keiner erzählen, wie das jetzt gerade gelaufen ist, aber egal. Halt! Keinen Schritt weiter! Bitte! Ich bin angeschossen! Ich brauche Hilfe! Gott, Thompson, sieh nach ihr, sie ist verletzt! Und zwar schlimm! Ich bin hilflos! Nun gut! Und schwach! Dann nimm meinen Arm! Gott segne euch! Nicht schlecht. Hoi, Mardo. Mr. Prinz meint, ihr sollt die Augen offen halten. Er sagt, hier treiben sich ein paar Unruhestifter herum. Ich geb's weiter. Huch! Willst du dich noch verabschieden von denen, oder? You won't lose us, they're already dead. Warte mal, erstmal hier. Du hast keine Zeit zum Tratschen, hörst du? Ich habe nichts gesagt. Ich mache euch. Oh, was ist denn das? Verstanden? Sieh noch einmal auf und es wird das Letzte sein, was du von der Welt siehst. Das ist kein Problem, Sir. Ich arbeite so schnell ich kann. Bring dich mal mehr an. Wenn denn. Oh, egal. Oh, das ist James Kidd. Oh, hallo. Da man ja. Thank you.
sinnlos. Hallo. Was hängst du über mir wie eine lüsterne Krähe? Willst du mich leiden sehen? Du hast selbst nicht so wenig Leid verursacht, Meister Prinz. Vergeltung, schätze ich. Ihr törichtes Lumpenpack und eure prätentiöse Philosophie. Ihr lebt in der Welt, aber ihr lenkt sie nicht. Du missverstehst mein Motiv, alter Mann. Ich bin nur auf das Geld aus. So wie ich, Junge. So wie ich. Achtung, Kenway! Ich hab deinen Mann! Ich erkenne dich. Der Templer aus Havanna. Ich bin kein Templermann. Das war nur Täuschung. Wir sind hier, um dich aus der Sklaverei zu retten. Mich retten? Ich arbeite für Mr. Prinz. Dann ist er ein erbärmlicher Master. Er hatte vor, dich an die Templer zu verkaufen. Man kann auch wirklich keinem mehr trauen. Robert! Okay. Ich bin ja schon dabei. Oh Gott. Komm, Alter, Kenway. Alter, was ist das denn für ein Hirn? Also mal ganz ehrlich. Da. Oh Gott. Ey, lauf doch mal, Junge. Bevor ich hier noch komplett ausraste. Ja, hab ich killt. Ja. Weißt du, was wir jetzt machen? Ja, ja. Schön mit Öl. Oh. So. Na komm. So, dann würde ich aber sagen, nächste Folge werden wir uns mit James Kidd treffen und dann werde ich mal gucken, ob ich nicht doch aus dieser Animus-Datenfragment noch irgendwie meine Hände bekomme. Rein theoretisch müssten wir springen. Aber wir können nicht springen aus irgendwelchen Gründen, also es wird lustig werden. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.